Und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von The Walking Dead. Wir sind hier, um Glens Jungfrau zu befreien. Ne, Glenn? Okay, wir schauen uns mal um. Oh. Hopp, 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 hopp. So we got that one right there, close. Okay. Gut, gut, gut. Ich hab verstanden. Was ist das? There's a pillow over there. That's about as far as I got when it came to supply gathering. I might have an idea for it. Tatsächlich, da ist da bist du weiter als ich, Lee. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. So, so. We can hide by that RV if we're quiet and keep our heads down. Okay, machen wir. Oh Gott, ob das was wird? Okay, die taubsten Zombies, die ich je gesehen habe. We're a little naked out here, except for Carly's gun and we can't use that much. Hab doch mal locker. I'm not sure I can take them both out myself, even if I had a weapon. Oh, 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 oh. Mit dem Kissen. I got one pillow with two corpses. An age-old problem. Da ist noch einer. Das ist natürlich doof. Dann gehen wir es wieder zurück. Irgendwie gibt es ja nichts zu machen gerade. So, gibt es da irgendwas? Da oben sind die zwei. Klar. Da oben sind zwei Zombies an der Tür bei Glens Jungfrau. Wie es Carly sagte vorhin gerade. Ja, guck halt. Achso, ich muss hinlaufen. Okay. Oh. Oh, das war vielleicht ein bisschen dumm. Ja. Ich dachte mir auch gerade, ach, mit dem Kissen vielleicht, oder? Keine Ahnung. Ja, das klappt ja wohl nicht. We just have to get it quietly. Ja, da kommen wir nicht rein. Habe ich ja probiert jetzt mit beiden, aber irgendwie klappt das nicht. Schabernack. We can do something with that car, I bet. If it weren't for that fellow lurking near the front. Er schleicht nicht elitely. Mit dem Kissen. Get out your gun. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. Ah, es schallt einfach vielleicht, aber nein. Perfekto. That was sick. Danke, 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 vielen Dank. Okay. Glens neue Freundin weint ein bisschen. Was ist das? Eine Zündkerze. Warum nicht? Machen wir. Das ist awesome. In der Tat, Lee hat einen leichten Hang. Einen leichten Hang zum Morden. Was war denn das jetzt? Hä? Wo bin ich denn jetzt wieder? Okay, da okay. Ja, ist ja gut. Komm, lauf hin.
mit der Zündkerze. Wait. Let me see the spark plug. Porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. What? Okay, die sind beschäftigt. Aber immerhin haben wir jetzt eine Waffe. Mit denen wir sie leise ausschalten können, ohne die anderen anzulocken. So. Gut, dann gehen wir dort vor wieder. Und arbeiten uns wahrscheinlich jetzt von vorne nach hinten durch. Perfekt. Der geborene Zombie-Killer. Oh Gott. Jetzt ist Timing gefragt, wie es scheint. Perfekt. Wunderschön. So, jetzt kommt der noch dran, der ist recht gut genährt, würde ich sagen. Shut up. Wow. Okay. Dude, where'd your weapon go? Into that ice pig-sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Are you two done? Hell yeah. Two more. That should help. In der Tat, ich freue mich drauf. So, was haben wir noch? Nix, okay. Gut, wir gehen jetzt Zombies schnetzeln. Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. Okay. Wir arbeiten uns leise vor. Na, Leute. Wow. Na komm. Wow. Rad. Sehr nice. So. Knusper, Knusper, Knäuschen. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. Please. She's in trouble. No. Miss, we're coming in. Machen wir. Zumal, wer vernagelt die Tür von draußen? I'm coming out. You're hurt. Oh God. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you, I said go away. I'm bit. Shit. Just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? Glenn. I don't want that. It's not Christian. Please, just leave me. Please go. Okay, we'll leave. Just try to take care of yourself for whatever time you have left. You have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean, borrow? Give it to me? I can just... You know, end this, and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please, I don't want to be one of them. They're satanic. Give it to her. What?
You can't be serious. Do it. No! Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Okay. Fine. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. You sure? Yeah. Uiuiui. I'm here with you. You're a good man. Die Musik und sein Gesichtsausdruck. Gänsehaut pur, würde ich sagen. Oder ist mir einfach kalt. Kann auch sein. Everyone all right? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine and, well, yeah, we're okay. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out over there. He won't survive any more stress. The next order of business is getting those pills out of the pharmacy. Good. Wir unterhalten uns nochmal, wenn's geht. How are we doing? If you don't mind, I think my family and I are gonna rest for a bit. Let me know if that asshole over there takes a turn for the worse. You got it. Gut, unterhalten wir uns halt nicht. So, wir haben nach wie vor den Schlüssel noch nicht für die Apotheke. Wie geht's unserer Clem? How's your finger, Clem? Good. It doesn't hurt so much anymore. Good. I know I'm not your dad, but if you need anything, I'm your guy, okay? Okay. Same. You're my guy? Oh, no. You know. We're gonna try to take care of each other. Yes. Deal. Let me know if you need anything. Okay. Ich glaube, er... Ich glaube, dass man einen Snack, weil er eben unterwegs war. Here, I found some snacks. I'm cool. Not much of an appetite. Maybe save it for one of the kids? Okay. How you doing, Glenn? You know. Hmm. Do you know the combination for the lock on the gate outside? Why? Oh, you know. I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. Okay. Back the motor in. How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess. But that's not me. I'm not giving up. Not for anything. Good, man. Good. You let her do it, you know? You said give her the gun. I know I did. Why the hell would you do that? She didn't want to live. She would have found a way to end it. I guess. You can't make someone fight. We gave her the least painful option. Was hast du jetzt noch vor? What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Try to get some rest. Yeah, right. Gut. Dann haben wir jetzt die Axt. Vielleicht können wir damit das Schloss irgendwie aufbrechen. Haben wir eigentlich die Batterie jetzt schon mal hier gewechselt oder gefunden überhaupt? Ich weiß gar nicht. I'm still looking for batteries for that day. Immer noch nicht. Thanks. I appreciate it. So, irgendwo so eine scheiß zweite Batterie rumliegen, oder? Hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Hier vielleicht irgendwo...
damit sie ihr Radio hat. Hier auch nirgends. Das sind die Postkarten. Hier gibt es einfach weit und breit keine Batterien, aber wir gehen jetzt einfach mal nach draußen, vielleicht finden wir draußen irgendwo eine. Was ich bezweifle. Deswegen bin ich hier. Okay. So, wir schauen mal. Genau, jetzt können wir nämlich das Ding aufbrechen. Was natürlich keine Aufmerksamkeit erregt. Awesome. Now to distract those things. Carefully. So, komme ich jetzt. Can't reach that brick. So, ach so. Okay. Das sind echt die... Müssen wir ihr Hörgerät lauter stellen, die Zombies. So, jetzt haben wir ein Steinchen. Ja, stimmt ja. Aha. Es bedarf nicht mal RTL dazu. So. Now's the time. Gut. Haben wir das schon besprochen? Ich weiß gar nicht. What's everyone like in there? Oh, well, Carly's pretty nice, you know. Yeah. Lily doesn't take any crap. She's been running the show, keeping people on watch, things like that. And her dad. Ist ein Arschloch. Yeah, bad guy. He's kind of a dick. Ja, siehst du? Pardon my French. Ich sag's ja. So gut, jetzt gehen wir mal dahin, würde ich sagen, zu dem. Zu unserem Bruder von Lee. Be careful. Keep an eye out, will you? Lass dir ruhig Zeit, Lee. Gut, lass uns das beenden. What? Ja, nee, ist klar. Muss unbedingt der Bruder jetzt so eine Mucken machen? Nicht einfach sterben zu wollen. Oh, Leute. Halleluja. Warum nicht gleich im Kopf? There we go. Gut. Holy crap. Oh. So viel zu gut. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. I've got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there.
Aber wir wären jetzt wahrscheinlich auch mit der Axt reingekommen, oder wie? Wobei das eine Eisentür, so wie sie klingt, da wären wir mit einer Axt wahrscheinlich... Oh mein Gott. Wahrscheinlich nicht weit gekommen mit einer Axt. Ja, klar. Weg mal halt mal alle Zombies. Du hast da was im Rücken. Na super. Doc, come on, baby, time to go. I'm gonna get the truck pulled up right back. Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Alright, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Glenn, we need your help. Please hurry! Bin ja schon dabei. We don't make it through this. You should know that. I think you're a great guy. Wir machen das. We will make it through this. Doug, if we don't make it through this, you should. Oh mein Gott, Leute. I should know what? Könnt ihr das auf später verschieben vielleicht? On it. Are you sure? Shit. Whoa. Okay, then. Come in time. Can you look for something to stick in between the handles? Something real strong, okay? Okay. Whoa. Come in time. Did you find anything? Nothing. Wait. The window is screwed. Go. Shit. Oh, shit. Mr. Cool. Perfekt, Clementine. Na super. Na, Spitze. Shit. Wer ist... Okay, sie hat die Waffe. Sie hat die Waffe. Shit. Oh my God. Let's go. They got done. Whoa, whoa, whoa. What? Du kleines Arschloch. Du bist so tot. Boah. Kenny, du machst mich fertig. Wenigstens einer, auf den man sich verlassen kann. So ein Arschloch. Der hat's eindeutig verschissen. Dem hole ich nie wieder seine scheiß Herztabletten. Nee. Downgraded temporarily to an 8 with attacks and rioting being reported in all precincts.
Hallo? Wer war dort? Okay, wir sind jetzt hier und müssen wahrscheinlich wieder mit allen quatschen. Das machen wir aber in der nächsten Episode von The Walking Dead. Macht's gut und tschüss.